herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 2 auf dem Kollektorenschiff. Wo wir probieren, der Falle zu entkommen, in die uns der liebe Herr Unbekannte hat mit offenen Augen reinrennen lassen. Der blöde Arsch. Ich kann es gar nicht anders sagen, das ist... Das war's für dich! Sie werden mich nicht aufhalten. Brauche ich auch gar nicht. Ich hab sie! Klasse. Gute Reise. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Wachen bereit machen. Sie werden den Schmerz kennen. Nichts kann mich aufhalten. Grummel, Motz, Moser, warum? So, Munition. Schreck mich nicht so, Jack. Bist du wahnsinnig? Ich öffne eine Tür auf der anderen Seite des Raums. Ja, toll. Da hat es uns zerrissen. Warum eigentlich jetzt hier? Dumme Scheiße. Das erste Mal, dass ich in einer Einsatzmission, glaube ich, gestorben bin. Irgendwann muss das ja kommen und ich bin mir nicht sicher, ob die Waffe, die ich da gewählt habe. Ich öffne eine Tür auf der anderen Seite des Raums. Ich schaff euch alle!
Okay. Ich werde euch vernichten. Holla, die Waldfee. Das hat gezeckt. Wir haben hier ein Problem. Vorübergehender Ausfall von Firewall 3217. Leite Befehle durch Firewall 7164 um. Das ist mir wurscht, was du machst. Mach eine Tür auf. Irgendeine. Ich habe erfolgreich eine Tür in der Wand gegenüber geöffnet. Nein, danke. Ich halte sie so lange wie möglich offen. Da unten. Da sind wir reingekommen. Jetzt müssten wir bald draußen sein. Theoretisch. Das ist wertvoll. So, ich laufe hier aber nicht im Kreis, oder? Waffen bereit machen! Ja, toll. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Ich hab euch alle. Einer ist erledigt. Das ist tot. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Ich weiß, dass sie das spüren. Tja, hast du schon gemacht. Hey! Wait. Au. Lass das. Hallo, Leichen. Ich hab euch alle. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Das ist wahre Macht. Wenn ich sie zerreißen muss, Shepard, dann werde ich es tun. Das tut ihnen weh. Das mag sein. Ich hab sie! Schädigen nur das Gefäß. Das macht nichts. Sie sind kurzsichtig. Woher weißt du das? So, Ärger ist weg. Mag sein, dass man lange damit zielen muss mit dem Ding, aber... Commander, ich will ja nicht drängen, aber diese Waffen werden in Kürze online sein. Schlage Laufschritt vor, nur damit wir hier wegkommen, bevor sie die Normandy in Stücke schießen. Ah!
Bis dann. Boah, Munition ist auch noch alle. Klasse. Na gut, dann haben wir eben nur noch die Biotik und das Scharfschütze. Ja, wir haben keine Zeit mehr, Commander. Wir müssen hier weg. Ja. Chill. Sie haben nochmal gehört. Alle an Bord der Normandie. Los! Anschnallen, Leute! Diesmal muss sich der Feind richtig anstrengen. Bringen Sie uns hier weg! Erbitte Zielangabe, Mr. Moreau. Ganz egal, nur weg von hier! In Ordnung. Aktiviere Masseneffektkern. Da haben wir uns verpieselt. Du kleines, hinterfotziges Analstrichergerät. Oh Mann. Entscheidende Informationen über das über Kollektoren und das Omega-4-Portal erhalten. Durch Shepards Flucht kennt der Vorbote die Ausmaße unserer Fähigkeiten und muss dagegen neue Taktiken entwickeln. Muss vorsichtig sein, denn das Informationsnetzwerk des Vorboten könnte an das von Cerberus oder des Shadowbrokers heranreichen. Zudem scheint es unmöglich zu sein, seine Fähigkeit zur Vereinnahmung von Handlangern zu unterbinden. Edis Arbeit dabei war jedoch großartig und beweist, wie wertvoll eine kontrollierte KI sein kann. Es war also ein Feldtest, du Sackgesicht. Shepard, Edi hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Kollektoren wieder online war. Edi hat gesagt, das Notsignal kam von den Kollektoren. Sie haben uns hintergangen, wie ich es erwartet hatte. Wir sind im Krieg. Die Kollektoren verschleppen Menschen. Und jede vergeudete Sekunde hilft dem Feind, sich vorzubereiten. Ich weiß, worum es hier geht. Aber obwohl wir auf derselben Seite stehen sollten, kann ich Ihnen nicht trauen. Ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Kollektoren nicht. Und dann sind Sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf Ihre Fähigkeiten vertraut. Und vergessen Sie Edi nicht. Damit konnten die Kollektoren nicht rechnen. Und deswegen hast du mich anlügen müssen, Sie oder? Sie hätten mir von dem Plan erzählen können. Sie sagen, ich sei wichtig und tun doch ihr Möglichstes, mich umzubringen. Die Kollektoren mussten glauben, dass sie im Vorteil waren. Sie hätten die Wahrheit an vielen Details erkennen können, wenn ich sie vorher informiert hätte. Außerdem hätte ich sie nicht da reingeschickt, wenn ich Zweifel an ihrem Erfolg gehabt hätte. Ich setze meine Leute nicht aufs Spiel. Es gibt immer Alternativen. Sie mögen ihre derzeitige Rolle nicht. Nein. Mir auch so gehen. Aber die Fakten geben mir recht. Auch wenn Sie solche Entscheidungen vermeiden wollen, müssen sie getroffen werden. Aber viel wichtiger ist doch, es hat sich gelohnt. Edi hat unseren Verdacht bestätigt. Die Schiffe der Reaper und der Kollektoren benutzen ein neues System zur Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennen. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Ich war gerade auf einem Schiff der Kollektoren. Warum haben Sie nicht gesagt, dass wir dort das FFS suchen sollen? Wie gesagt, Edi hat es gerade erst bestätigt.
Außerdem hätten sie zur Beschaffung nicht genügend Zeit gehabt. Aber uns bleiben andere Optionen. Ein Wissenschaftlerteam der Allianz hat kürzlich festgestellt, dass die große Kluft auf dem Planeten Klendagon in Wahrheit ein Einschlagskrater einer Massenbeschleunigungswaffe ist. Ein sehr alter Massenbeschleuniger. Ich habe ein Team auf die Suche nach der Waffe oder dem Ziel geschickt. Sie haben beides gefunden. Die Waffe war funktionsuntüchtig. Aber wir konnten den Flugweg des beabsichtigten Ziels rekonstruieren. Ein 37 Millionen Jahre alter verlassener Reaper. Wir fanden ihn beschädigt und im Gravitationsfeld eines braunen Zwergs gefangen. Sind braune Zwerge nicht im Prinzip Sterne, die es nicht geschafft haben? Einfach formuliert, aber korrekt. Es sind Gasgiganten, die nicht genug Masse haben, um Sterne zu werden. Rechnen Sie mit Stürmen und extrem hohen Temperaturen. Der Reaper hat ein Masseneffektfeld, das ihn im Orbit hält. Wahrscheinlich eine automatische Reaktion auf die externen Gefahren. Er ist stabil, aber sicher würde ich das nicht nennen. Ich habe gesehen, was die Sovereign mit der Flotte der Citadel gemacht hat. Kaum vorstellbar, dass man etwas so Mächtiges überhaupt aufhalten kann. Das Schiff ist ein Relikt aus einem Krieg. Zu einer Zeit, als auf der Erde die Säugetiere ihre ersten Schritte gemacht haben. Von der Spezies, die geschossen hat, gibt es keine Spur mehr. Vielleicht war es ihr letzter Widerstand, bevor sie ausgelöscht wurde. Ich glaube Ihnen nur, weil ich bezweifle, dass Sie sich so schnell wiederholen würden. Das Risiko ist nicht geringer, Shepard. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem sie an Bord gegangen waren. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweise und es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe. Das würde das weitere Vorgehen erleichtern. Edie, versammeln Sie die Crew. Wir haben viel zu besprechen. Natürlich, Shepard. Ja, vor allem müssen wir irgendwie der Crew beibringen, dass wir auf Cerberus und vor allem den Unbekannten nicht trauen können. Das ist, Der Unbekannte hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen. Uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Wenn er sowas nochmal versucht, sind die Kollektoren das geringste seiner Probleme. Edie, sind Sie sicher, dass das FFS funktionieren wird? Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt. Das kann nicht stimmen. Lassen Sie mal das Diagnoseprogramm laufen, Joker. Unsere VI hat anscheinend einen Software-Bug. Meine Berechnungen sind korrekt. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich innerhalb des Kerns der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation. Geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Naja. Die Kollektoren sind nur Handlanger unseres wahren Feindes. Und wir haben alle gesehen, wozu ihre Meister fähig sind. Sie haben die Massenportale und die Citadel gebaut. Wer möchte behaupten, dass es ihnen unmöglich ist, eine Raumstation inmitten von schwarzen Löchern zu errichten? Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Nur weil wir den Kollektoren durch das Portal folgen können, bedeutet das nicht, dass wir sie auch besiegen. Ich will erst hinterher, wenn ich weiß, dass wir dazu bereit sind. Früher oder später brauchen wir das FFS sowieso. Warum also warten? Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Ja,
Ich bin noch schwer für Team. Je mehr Leute wir auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen. Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen. Ich habe mich schon entschieden. Ich habe euch mitgeteilt, wofür. Team ausbauen. Stellung halten. Mann. Können wir hier noch irgendwas verbessern oder fehlt uns hier alles zu? Ne, da Schadenschutz und das können wir auf jeden Fall. Geht jetzt hier noch was? Nein. Da geht auch nichts. Prototyp Munition für schwere Waffen. Das war's. So. Mann. Die Kollektoren waren also früher Proteaner und wurden von den Reapern umstrukturiert. Trauriges Ende. Da fragt man sich doch, ob die Keeper auf der Citadel früher nicht auch was anderes waren. Mit Sicherheit. Commander. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ruhig genug, ich... Was zum... Probleme? Nichts, was ich... Verdammt, sehr witzig, Edi. Überaus originell. Hören Sie auf. Sie haben auf manueller Steuerung bestanden, Mr. Moreau. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Über Jack sage ich gar nichts. Ich bin doch nicht blöd. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Bis dann, Joker. So. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Jo, danke. So. Wir fangen ganz unten an. Hallo, Jack. Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Was haben Sie vor? Ich sehe mir nach wie vor Ihr Schiff an. Ich würde gern mal ausprobieren, was es alles kann, wenn Sie gerade nicht da sind. Ich glaube kaum, dass Joker damit einverstanden wäre. Zumindest nicht, solange wir noch arbeiten. Entspannen Sie sich. Spritztouren sind auch nicht mehr das, was Sie mal waren. Abgesehen davon, wenn ich es haben wollte, würde ich es mir nehmen. Ach, wirklich? Ich bin rumgekommen. Ich war in Gangs, hab ein paar Gangs ausradiert, hab mich einem Kult angeschlossen und sogar die Frisur von denen beibehalten. Ich habe gelernt, wie man überlebt, ohne ein Opfer zu werden. Ich kann sie mir in einem Kult kaum vorstellen. Da gibt's doch normalerweise jede Menge Regeln. Ich suchte nach Antworten. Drogen und Sex und ein besserer Ort. Ein besserer Ort. Na klar. Es ging nur ums Geld. Sie wollten eine Kolonie übernehmen und mit deren Geld ihre Verbreitung finanzieren. Und nun raten Sie mal, wer Ihr Ass im Ärmel war. Sie waren genau wie die anderen. An mir lag ihnen überhaupt nichts. Was haben Sie getan, als Sie draufgekommen sind? Was denken Sie? Was haben Sie getan, als Sie draufgekommen sind? Was denken Sie? Sie müssen doch auch ein paar gute Leute getroffen haben.
Sie wissen ja, wo ich herkomme. Jeder will irgendwas. Und deswegen ist alles und jeder freiwillig. Mord, Überfall, Entführung, Diebstahl, Brandstiftung. Habe ich alles gemacht. Und das sind die langweiligen Sachen. Piraterie, Diebstahl vom Militärgerät, Zerstörung einer Raumstation und Vandalismus. Das hat Spaß gemacht. Eine Raumstation? Das klingt ein wenig unglaubwürdig. Ich habe ja nicht gesagt, dass es leicht war. Nicht alles geschieht bei mir spontan. Manchmal muss man schon ein wenig arbeiten, damit die Leute kriegen, was sie verdienen. Ich bin eine Weile mit ein paar Typen rumgehangen. Outlaw-Kolonie. Die waren mir ziemlich ähnlich. Deshalb waren wir wohl ein willkommenes Ziel. Die Turianer glauben, sie hätten Ahnung vom Prinzip der verbrannten Erde. Von wegen. Piratin waren sie auch? In Tateinheit mit der Entführung. So ist das nun mal, wenn man ein Passagierschiff entführt und nicht alle tötet. Ich hab draus gelernt. Alle zu töten wäre einfacher gewesen. Das Militär ist ein schweres Ziel. Damit haben sie sich bestimmt einige Freunde gemacht. Sie hätten das Ding eben abschließen sollen. Außerdem sind Paraden langweilig. Ich hab ihnen einen Gefallen getan. Fragen Sie sich jemals, ob Sie es nicht auch anders hätten machen können? Nein. Aber sollten Sie das nicht? Es gibt keinen Grund, warum ich noch lebe. Aber trotzdem ist es so. Und warum? Instinkt. Er hat mich bis hierher gebracht und ich werde daran nichts ändern. Hey Shepard, nach der Scheiße hat mich noch nie jemand gefragt. Es ist komisch, darüber zu reden. Danke der Nachfrage. Bitte gerne. Es ist... Wie schaut's denn bei euch beiden aus? Total seltsame Tech in die Hauptgeschütze gepackt. Sie verbrauchen jetzt fast doppelt so viel Energie. Aber sie scheinen ziemlich wirkungsvoll zu sein. Das sind sie. Keine Sorge. Ein paar Handgriffe an den vorderen Kondensatoren und das Gleichgewicht stimmt wieder. Was können wir für Sie tun, Commander? Das weiß ich noch nicht. Gar nichts. Weitermachen. Jawohl, Commander. Danke. So, von Grant haben wir nichts Neues. Das heißt, wir schauen mal bei Said vorbei. Wollen Sie noch eine Lektion? Wovon redest du? Proteaner. Das übersteigt alles meine Gehaltsstufe. Ich bin es eher gewohnt, Rebellionen niederzuschlagen, Typen zu finden, die ihre Spielschulden nicht bezahlen. Aber sogar ich merke es, wenn ich eine galaxieverändernde Enthüllung höre. Da ist das Söldnertum auf einmal ziemlich schäbig. Ja. Eine Wahnsinnsmission da unten auf Zoria. Ich fass es nicht, dass Vido entkommen ist. 20 Jahre habe ich ihn verfolgt und jetzt war alles umsonst. Aber ich muss es vergessen. Wir haben wichtigere Dinge zu tun. Ich sollte sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später weiter, Shepard. Mhm. Bisschen Müll rausbringen hier. So. Hör mal auf zu den Mannschaftsquartieren und dann auch mal mit Gareth reden. Es ist schade, dass waren die Frau Dr. Chakras nicht mehr zu sagen hat. Wäre ich nicht zu Cerberus gegangen, hätten mich die Kollektoren inzwischen verschleppt. Wow, da sind sie praktisch einer Kugel ausgewichen. Ja, ich würde das sicher nicht. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher, ich schlage sowieso nur die Zeit tot. Ich wollte Ihnen nochmal für Ihre Hilfe bei Sidonis danken. Was auch immer die Kollektoren, Reaper oder wer uns sonst noch verfolgt vorhaben, ich bin sicher, dass Sie die Mission zum Erfolg führen. Wer sonst soll noch da sein? Glauben Sie wirklich, dass wir auf etwas Schlimmeres als Kollektoren oder Reaper stoßen werden? Ich rechne immer mit dem Schlimmsten. Dann besteht zumindest die geringe Chance, angenehm überrascht zu werden. Ich könnte das nicht ohne Sie machen, Garrus. Natürlich könnten Sie das, nur halt nicht so elegant. Es ist schon komisch, auf einem Schiff der Menschen in einen Selbstmordeinsatz zu ziehen.
Ihre Leute bereiten sich auf riskante Operationen völlig anders vor als Turianer. Ich dachte, Sie wären riskante Missionen auf Schiffen der Menschen gewöhnt. Denken Sie doch nur an die Verfolgung von Saren nach Ilos. Schon, aber das ging ja schnell. Wir sind losgedüst, haben ein paar Geth in die Luft gejagt und dadurch die Galaxie gerettet. Dieses Mal sind da Miranda und Cerberus und diese VI und alle erzählen uns ständig, mit wem wir uns da anlegen. Blinder Optimismus ist mir wesentlich lieber. Mal im Ernst, Garrus, wie schätzen Sie unsere Chancen ein? Im Ernst? Die Kollektoren haben Sie schon mal getötet. Und Sie sind deshalb lediglich stinksauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sie diesmal aufhalten können. Aber unerforschtes Gebiet, überlegene Technologie und die Kollektoren? Wir werden Verluste haben, daran besteht kein Zweifel. Keine schöne Analyse, ich weiß. Aber keine Sorge, ich sag's nicht weiter. Und ich bleibe in jedem Fall dabei. Wie bereiten sich Turianer denn auf riskante Missionen vor? Normalerweise durch Gewalt. Auf turianischen Schiffen herrscht mehr Betriebsdisziplin als bei der Allianz. Dafür gibt es weniger persönliche Einschränkungen. Unsere Commander führen ein strenges Regiment, aber sie wissen, dass wir Dampf ablassen müssen. Auf turianischen Schiffen gibt es Fitnessräume, Kampfsimulationen und sogar Vollkontakt-Sparring. Was immer den Leuten hilft, Stress abzubauen. Soll das heißen, auf turianischen Schiffen kämpfen Crewmitglieder vor einer Mission gegeneinander? Natürlich unter Aufsicht. Niemand riskiert eine Verletzung, die Mission gefährdet. Es ist auch eine gute Methode, Streitigkeiten freundschaftlich beizulegen. Bei einer Mission sollten wir mal eine Piratengruppe der Batarianer angreifen. Höchst riskante Sache. Diese Aufklärungsspezialistin und ich kriegten uns in die Haare. Blanke Nerven hauptsächlich. Sie hat vorgeschlagen, die Sache im Ring zu klären. Sie haben sie bestimmt mit sanfter Gewalt niedergerungen. Also eigentlich waren wir beide die besten Nahkämpfer auf dem ganzen Schiff. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Es war brutal. Nach 9 Runden entschied der Unparteiische auf Unentschieden. Viele hatten Wetten abgeschlossen und fanden das gar nicht gut. Wir setzten unseren Ringkampf dann in ihrem Quartier fort. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Stress lässt sich eben auf vielerlei Art abbauen. Ja. Ab und zu habe ich auch etwas Stress. Ja. Danke aber, für das Gespräch, okay. Garrus. Wir sehen uns später. Natürlich. Gut. Das heißt, wir werden dann fortsetzen, unser Team auszubauen. Und für die Bedürfnisse von unseren Crewmitgliedern zu sorgen, dass die den ganzen Scheiß hinter sich lassen können, der sie noch irgendwo quält. Bei ein paar haben wir das ja schon gemacht, bei anderen werden wir das auch tun. Wir haben ungelesene Nachrichten, dann schauen wir mal, wie viele das sind. Keine neuen Nachrichten. Okay, ich dachte... Habe ich wohl falsch gedacht. Okay, dann denke ich weiter beim nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet dann auch wieder ein. Bis dahin und tschüss.